Hallo zusammen, hier ist Christian Schlegel. Es ist der 25. Juni. Wir haben 18.49 Uhr, wenn ich diesen Film hier anfange. Und in diesem Film geht es über den Stanpur 500. Den letzten habe ich gemacht am 12. Mai. Das war ziemlich genau hier. Und damals war die Aussage, der bastelt an einem Doppeltop. Die Technik war schon hoch und da musste ein bisschen aufpassen. Da ging dann so ganz grob 8% relativ flott runter, um dann wie alle Märkte auf der ganzen Welt erstmal ordentlich anzusteigen. Wir sind deutlich ja über der 200-Tage-Linie. Auch hier ist es so ähnlich wie im DAX, ähnlich wie im Dow Jones, dass wir so zwischen 200-Tage-Linie, 10- und 20-Tage-Linie hier rumhandeln. Und das ist halt relativ schwierig. Wir haben vom Chart her eine Unterstützung hier. Das ist vom 15.06., das ist glaube ich Montag gewesen sein, sind es die 2965 als Unterstützung. Und hier oben haben wir einen 1, 2, 3, 4-fach-Deckel. Und das ist deswegen recht wichtig bei 3227. Das sind die für mich sehr wichtigen, markanten Chartpunkte. Mal ganz kurz, die Technik können wir hier relativ schnell abarbeiten. Das MACD ist völlig neutral, also quasi um die Nulllinie herum. Das ist kein gutes Signal. Die Stochastik liegt bei 50, kann ich auch nicht gebrauchen. Und wie gesagt, wir hängen zwischen 220 und 10 Tage hin und her. Deswegen sind für mich, neben allen technischen Indikatoren, die momentan nicht greifen, eben diese beiden Punkte, 2962 nach unten, Schlusskurs, und 3227, das sind die wichtigsten. Und wenn wir drüber gehen, mit Schlusskurs bitte, nicht während des Tages. Schlusskurs ist entscheidend. Nehmen Sie es in Kauf, dass Sie das Ding für 1 oder 2% teurer kaufen oder auch billiger verkaufen. Das müssen Sie machen. Sie müssen die Ende der Zeiteinheit abwarten. Sie können ja gerne mal auf 4 Stunden gehen, um das ein bisschen fein zu justieren, aber das müssen Sie warten. Ich habe für beide Fälle Scheine mitgebracht. Zum einen, wenn der Markt dann hier dieses Level hier oben bricht, habe ich hier einen 2879er, der liegt hier unten drunter. Das ist ein Schein mit momentanem Hebel von 17. Das ist keine kleine Nummer, finde ich okay. Das ist von Goldman Sachs ein Endlosschein mit der Kennnummer GC4VRG. GC4VRG. Andererseits ein Put, den muss ich dann hier hinten dran legen, hinter die 3227. Ja. Und da kann ich auch gleich den hier nehmen. Der ist eng, ja. Vielleicht nehmen wir mal lieber einen mit dem Hebel von 15. 3262, ja, das passt doch schon eher. Ebenfalls ein Open-End-Schein, hier mit der Kennnummer von GB9W3E, Gustav Bertha 9. Waltraud 3, Emil, ja, 3262, der liegt hier hinter. Für mich sind die Chartpunkte wichtiger als die Technik und danach gucke ich. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.